Leute, hier ist wieder euer Micha. Es geht weiter mit der Fummelkiste Dampflok 01. Ja, es geht weiter und zwar bauen wir an dem Turbogenerator dort rum und bauen wieder mit übelst filigranen Schrauben wie bei dem Audi rum. Und ja, schauen wir einfach mal, wie das wird und wie lang das Video wird. Und wir gucken mal, was wir jetzt alles mal bauen können. Und zwar, wir brauchen als erstes A10. A10 ist welches Bauteil? Das sind übrigens die ganzen Bauteile. Die ganzen Bauteile, die wir brauchen. Das sind hier die Minischrauben dazu. Und das Teil haben wir ja in der Ausgabe 9 gemacht, vorbereitet. Ich hoffe, dass die Biegungen alle so richtig sind. Nicht, dass ich die nochmal irgendwie zerlegen muss und nochmal anders umschrauben muss oder beziehungsweise umkleben muss. Das wäre natürlich nicht so schön. Aber gut, da werden wir dann noch zukommen. Und zwar A10 ist das Teil hier. Das brauchen wir. Dann brauchen wir 10. Also das erstmal hier. Das brauchen wir. Hoffe, das könnt ihr aber hier noch sehen. Dann brauchen wir 10D. 10D ist das Teil. Genau. Dann brauchen wir 10H. 10H ist das Teil als erstes. Dann 10J. Das ist das Ding, irgend so ein Teil hier mit so einem Ring. Das brauchen wir. 1, 2, 3, 4, 5 Teile. 1, 2, 3, 4. Hey, da fehlt einer. 10I fehlt. Das Teil brauchen wir. Und damit, das bauen wir jetzt erstmal eine Runde zusammen. Befestigen Sie den Regler am Hochdruckzylinder. Es handelt sich um eine Steckverbindung. Aha. Nee, das Teil hier. Das ist der Hochdruckzylinder. Und das Teil kommt jetzt hier auf diese Seitung und hat nur eine Passung darauf gesteckt. Ja, das sieht ganz gut aus. Ist auch drauf. Mich stören immer diese Spalte. Ich habe immer das Gefühl, ich müsste dann noch mehr gegen drücken. Aber dann ja, habe ich immer so das Gefühl, dann könnte ich das abbrechen. Also da bin ich dann mal recht vorsichtig. Also lassen wir das lieber. So, jetzt als nächstes wird der Deckel oben am Hochdruckzylinder angebracht. Ebenfalls eine Steckverbindung. Ein Deckel? Deckel 10J. Das soll ein Deckel sein? Okay, dann nehmen wir das mal als Deckel. Ich würde das als Ösen bezeichnen. Und hat auch wieder eine bestimmte Passung. Ja, hält auch. Kann man so lassen. Sieht eher aus wie so ein Anlasser vom Auto. Dann brauchen wir 10i. Das ist das Teil. Nehmen Sie den Hilfssteuerkolben und fügen Sie den längeren Zapfen in die Bohrung am Hochdruckzylinder, wie abgebildet. Also hier oben rein, hier ist so ein kleiner Öffner, so eine kleine Öffnung. Also es steckt. Also eben hatte ich es gerade drin gehabt hier. So. Jetzt hält, nee, hält nicht. Fixieren oder nicht fixieren? Das ist hier die Frage. Da steht nämlich nichts dran. Ne? Drücken Sie den Zapfen. Ich glaube, das fixiere ich mal lieber. Weil das ist mir einfach zu vage, die Geschichte. Wenn das Ding wieder dauernd rausfällt, mit diesen kleinen Teilen habe ich ja so meine Problemchen, wie ihr wisst. So, das Ding ist drinne. Das Ding ist fest. Können wir so lassen. Ja. So, jetzt kommt der Zylinder. Das Ding wird hier auch mit drauf geklemmt. Andersrum. So rum. Da gibt es einmal einen größeren Zapfen, der ist einen dickeren Zapfen, der ist hier und da ist der dünnere Zapfen. Wird auch so umgesteckt. Sieht schon mal ganz gar nicht so schlecht aus. So, jetzt wird lustig. Jetzt brauchen wir 10M. 10M. Haben wir nicht. Doch, 10M ist das Teil hier. Das ist 10M.
Das ist 10M und 10N, ne? Genau, 10N. Das ist diese Teil. Und das wird hiermit aufgesteckt. Und zwar gucken, ob das hier auch wieder in eine bestimmte Richtung passt. So sieht es aus, zumindest auch auf der Abbildung. Frage? Nö, glaube ich nicht. Fixieren ist hier nicht unbedingt angesagt, also passt schon ganz gut. Jetzt brauchen wir 10O. Das müsste das Teil sein hier. Genau, 10O ist das Teil und wir brauchen 10L. 10L ist gar kein Teil. Was ist ein 10L? Ach da. 10L ist denn das Teil hier. Das Teil brauchen wir. Das kommt auf der Rückseite von 10K. Was ist denn jetzt 10K? Ach, das ist 10K hier. Das brauchen wir also schon wieder nicht mehr. Da kommt das hier, müssen wir da. Legen Sie das ja bereit, Turbogenerator, Boden und Vorderteil, versehen Sie den Zapfen vom Bodenteil mit etwas Klebstoff. Aha, da kommen wir der Sache schon wieder näher. Mal gucken, wie rum der Zapfen überhaupt reinkommt. Weil der hat nämlich auch eine Passung. Passt nicht. Hat eine Passung und passt nicht. Schwierig zu sehen. Jetzt. Aber stramm genug brauchen wir nicht kleben. Dann lassen wir das auch so. Jetzt kommt auf dieser Seite, drehen Sie das Turbolader um, versehen Sie den Zapfen vom Vorderteil 10U mit etwas Sekundenkleber und fixieren Sie den Turbogenerator wie angedeutet. Das heißt, das Ding muss hier auch wieder rein. Da gibt es auch wieder eine bestimmte Richtung, wie das Ding sein soll. So rum, so rum, so rum müsste das rein theoretisch sein. Zack, haben wir dran. Und den brauchen wir, glaube ich, auch nicht fixieren. Und damit haben wir das Bauteil fertig. So, jetzt geht es weiter. Jetzt geht es wieder am Kessel weiter. Stellen Sie die Rauchkammer. Baugruppe auf die Arbeitsplatte, dass Sie Zugriff auf die linke Seite haben. Nehmen Sie den linken vorderen Abstandshalter CE 10E. Wer ist jetzt 10E? Die sehen alle relativ ungleich aus. Der sieht gleich aus mit dem hier und der ist etwas größer. 1, 2, 3. Drei Stück haben wir hier noch. 10E. Ja, welcher ist jetzt 10E? Aber da ist jetzt nicht so richtig zu sehen. Welcher jetzt davon genutzt wird? Also gut, ich denke mal, dass das hier der 10E sein wird. Von der Abbildung her hat der nichts mit der Größe zu tun. Also, wir brauchen Evil-Knievel hier. Und gucken mal, genau, wir brauchen, glaube, da muss ich auch noch mal eine Fixierung machen. Wir brauchen das Teil. Und zwar müssen wir an diese Bohrung. Hier müssen wir ran. Moment mal. 10G. Das ist alles. Nee, dann muss das doch die anderen sein.
10e, 10e, weil das eine ist größer, der eine. Das ist natürlich jetzt. Nee. Jetzt muss man mal gucken. 10F ist der, der hier rankommt. 10F. Genau, und der andere. Nee, hier sind die Bienenbohrungen. Da sind die Bienenteile. 10F kommt hier ran und die anderen beiden kommen auf der anderen Seite. 10F. Also ist wirklich, muss mal zeigen, euch mal zeigen, das ist nicht ganz so einfach zu sehen. Das sind die einzelnen Klammern und davon ist eine größer, aber jetzt ist natürlich nicht zu sehen. Ich gehe mal aus, F und G wird gleich groß sein und die, das ist E. Und E wird die etwas größere Version sein, das heißt diese hier. Also müssen wir mal gucken. Genau, wir machen jetzt erstmal. Das ist auch wieder sehr komisch gemacht hier. Da ist 10F, 10G. 10F, 10G. 10F, 10G, genau. Und steht aber nirgendwo, dass der hier auch noch verbaut wird. Doch, 10E wird da verbaut. Im vorderen Bereich. Jetzt einmal hier der ist jetzt hier. Und dann wird der. Ach, da wird der verbaut. Hier kommt der Länge. Hier vorne kommt der längere rein. Hier hin. Jetzt habe ich's. Na, das hat aber gedauert. Meine Fresse, aber wirklich ist nicht ganz so einfach zu erkennen. Gut, machen wir erstmal den und zwar muss der so ran, mit der Biegung nach unten. Und der wird verschraubt mit EP-Schrauben. Die haben wir hier. EP-Schrauben haben wir. Wie legt man das Teil jetzt hin, um dass ihr auch was sehen könnt? Ja nicht so einfach. So kann ich auch nicht stehen. Ganz schön wackeliges Unterfangen, aber hat erstmal die eine Schraube geklappt. Gucken wir mal bei der zweiten Schraube. Und die hat gepasst. Ist fest. Gut. Die andere sieht ein bisschen komisch aus hier. Also ich muss mir ein bisschen mal mehr Licht holen hier. Ich habe hier so wenig Licht hier an dem schwarzen Teil hier. Also die nehme ich noch mal raus hier. Die ist irgendwie ein bisschen komisch. Aber ich hatte schon mal das Problem mit den Schrauben. Ja, die ist besser. Die sitzt doch vernünftig. Genau. So, dann haben wir das Teil dran. Das ist jetzt, wie gesagt, 10E. Und die anderen beiden kommen jetzt einmal hier und einmal hier mit ran. Auch wieder mit EM-Schrauben.
Genau, da sind fünf drinne, vier brauchen wir. Gucken wir mal, wie wir die jetzt da irgendwie rankriegen. Muss ja von oben so ein bisschen eingearbeitet werden. Das ist oben ein bisschen schwierig. Oh. Gucken, wie das jetzt hier wird. Und schon sehe ich wieder nichts mehr. Wirklich schwierig. Weißt nicht, wie du das Teil halten sollst hier. Weil natürlich, ja, mal die Schraube durch. Dann versuche ich es mal, wo sind wir jetzt? Im unteren Bereich. Und ich sehe gar nichts. Okay, jetzt weiß ich auch, warum ich nichts sehe. Weil wir jetzt hier auch noch zurechtrücken müssen. Gut, ich versuche es mal, euch dann später noch mal zu zeigen. So, der Teil haben wir dran. Ne? War ein bisschen kompliziert, weil wir da die Schrauben noch, also beziehungsweise die Löcher noch ein bisschen neu positionieren mussten. Und jetzt machen wir mal die nächste Ausgabe. Habe ich jetzt den falschen Schraubenzieher oder was? Die Schrauben sind so winzig. Worauf habe ich mich da eingelassen? Weil die Schraube daneben ist. Kann ja nicht funktionieren.
So, endlich geschafft, beide Teile dran. Jetzt auch hier das Teil, nachdem ich da Ewigkeiten gesucht habe, wo das Ding auch hinkommt. Jetzt kommt hier vorne, hier kommt noch das Bauteil, nennt sich 10C. Könnte das hier sein? Mal gucken. CNC. Ja, das wird jetzt hier rein. Das wird hier oben rangesetzt. Ganz vorne links an der Rauchkammer. Also hier. Okay, das haben wir auch. Und jetzt kommt noch 10B. Ist denn 10B? Ach so. 10B ist das Teil hier. Und das kommt hier noch irgendwo mit dran. Und nee, hier auf der Seite. Befestigen Sie das Bauteil der beiden Löcher, die die Insel hinten auf der Seite der Rauchkammer befindet, unterhalb angebrachten Abstandshalter. Also hier. Also erstaunlicherweise, naja, die Frage ist jetzt, Sekundenkleber oder nicht Sekundenkleber? Klar, Sekundenkleber. Weil alles andere, denke ich mal, ist gefährlich. Wie gesagt, ich habe keine Lust, da ständig hinterher zu rennen, ob das Scheißding dran ist oder nicht. Kommt das Ding so ran. So. So. Dann haben wir das auch fertig. Der Rest, ja, nur ist die Rauchkammergruppe da entsprechend auch fertig. Jo, dann war es das auch schon. Also hier den Turbolader gemacht, den Schlauch vom Turbolader angebaut, hier nochmal ja, irgendein Bauteil fertig gemacht, die Halter angebaut. Alles sehr ein bisschen problematisch, weil man halt hier mit den Schrauben hier halten sehr hantieren muss, weil das ganze Ding auch wackelt und kippelt und macht und tut. Da muss man dann erstmal sehen, wie man das dann weitermacht. Ja, dann war es das erstmal schön. Hab vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut bei meinen anderen Projekten mit bei und bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss, euer Micha.